Hallöchen und herzlich willkommen zur Folge 3 meines Karrieremodus Let's Plays. Ich nehme das jetzt hier direkt nach Folge 2 auf, denn die Anregungen, die ihr mir gebt, die kann ich ja immer noch befolgen, denn ich werde in dieser Folge ein Spiel spielen. Und zwar eben das gegen Real Madrid. Wir werden unsere Heimtrikots nehmen, oder haben wir vielleicht unsere dritten Trikots parat? Wobei, die sind da richtig hässlich irgendwie, ne? Heimtrikots, Real Madrid nimmt ihre Auswärtstrikots und Spieleinstellung, gucken wir auch noch kurz drauf. 5 Minuten Profi ist eigentlich so das, was ich haben möchte. Standard, Ball ist in Ordnung. Tageszeit 21 Uhr ist vielleicht ein bisschen spät. Wie wäre es beim Freundesspiel mit 20 Uhr? Ist nämlich schon ein Unterschied zwischen Stockdunkel und, na, Dingens. Ne? Was, wisst ihr Bescheid? Kameraeinstellung individuell, Höhe 20, Zoom 0. Das ist ja meine Einstellung, die ich immer habe. Gucken wir nochmal ganz kurz ins Teammanagement rein. An der Grundformation will ich eigentlich sowieso nichts mehr ändern. Außer dass Montolivo lieber auf der linken Position spielt. Also ich finde ihn da besser. Bonera ist auf der Bank. Constant, Poli und Emanuelsson, genauso wie Matri und Robinho. Fehlt irgendwer auf der Bank, der unbedingt drauf muss? Nein. Doch, Pazzini will ich eigentlich eher drauf haben als Matri. Und wir legen los. Oliver Benito Ledesma ist der Schiedsrichter. Anstoß 19.45 Uhr, obwohl ich 20 Uhr eingestellt habe. Oh Gott. Das konnte ich ja auch mal schlechter als jetzt. Ah, ich weiß nämlich inzwischen, wie man die Bälle etwas effektiver anschneidet. Wusste ich ja lange Zeit nicht und so wollte ich den haben. Schön. So, das ist unsere Mannschaft. Die Mannschaft von Real Madrid war da gerade auch zu sehen. Warum ist die Einstellung so komisch? Das ist nicht die Kameraeinstellung, die ich eingestellt habe. Ich bin ziemlich sicher. Tele individuell. Okay, offenbar ist sie das schon. Ich glaube da zwar eigentlich nicht dran, weil eigentlich habe ich noch mehr Übersicht über Spiele, indem ich noch mehr von den Spielern sehe. So, der falsche Spieler steht da in der Mitte, aber vielleicht kann der es auch. Oh Gott, das war aber richtig schlecht. So, der Gegner macht hier wieder irgendwelches komisches Dribbling, wo wir nicht vorbei können. Und ich hoffe, dass ich weiterhin relativ viel Spaß haben werde, offline gegen den Gegner zu zocken, also offline gegen den PC zu zocken, denn das ist ja ein bisschen essentiell im Karrieremodus. Da muss man ja ein bisschen Spaß haben, sonst funktioniert das nicht. Und das war bisher eigentlich immer das Problem. Das war auch der Grund, warum ich, oh Gott, im letzten Jahr fast gar nicht gegen, oder fast keinen Karrieremodus gestartet habe. Ehrlich gesagt. Oh Gott, das war natürlich richtig schlecht von mir. Ah, wunderbarer Pass auf Niang. Der war abseits, oder? Ja, schade. Schade, schade. Schokolade. Komm, El Sharawi. Und El Sharawi, der drüber schießt. Oh mein Gott, ich habe überhaupt nicht feste gedrückt. Mist. Da wollen wir mal einen Trick machen. Und der Pass auf Niang. Und Niang macht den Ball rein. Wunderbare Aktion. 20. Minute. Mbaye Niang.
Ist unser erster Torschütze nach schönem Pass von Balotelli. Das geht eigentlich umgekehrt. Also Niang mit dem schönen Pass und Balotelli mit dem Tor. Aber solange das so funktioniert, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Und gegen Real Madrid führen wir direkt mal 1-0. Da bin ich zufrieden mit, ganz ehrlich. Durchaus in Ordnung. Und El Shaarawy. Hoffen wir mal, dass der hier nicht im Abseits steht, aber der Gegner kommt rechtzeitig dran. Es labert ja von der Rivalität zum FC Barcelona, obwohl es hier im Spiel Milan gegen Real ist. Also klar, es geht natürlich um Real Madrid, aber was bringt mir das jetzt in dem Spiel? Oh, jetzt dribbelt der Gegner sich wieder so komisch durch. So, Kedira war da am Ball. Betonung liegt auf war. Knappe Geschichte. Und ich werde gegen Offline-Gegner immer weniger Ballbesitz haben am Ende des Spiels. Bin ich mir ziemlich sicher. Denn die spielen einfach so, weiß nicht, so unvorausschaubar. Also klar, es ist natürlich ziemlich einfach, wenn der Gegner vorausschaubar spielt. Und das kommt natürlich auch online nicht immer vor. Aber manche Sachen sind einfach klar, dass die passieren. Und die passieren hier eben nicht. Und das ist so ein bisschen seltsam. Also, dass der Gegner dann, weiß nicht, der müsste abspielen. Der müsste diesen entscheidenden Pass bringen. Man stellt den wunderbar zu. Und dann trickst der Gegner sich lieber so seltsam durch. Mit irgendwelchen komischen Moves oder Steps. Das ist manchmal etwas seltsam. Stimmt ihr mir dazu? Oh. Boah, ich hatte gerade voll Schmerzen in meinem Finger. Ich weiß nicht warum. Mist! Carvajal. Auch so ein Spieler, den man gut haben könnte. Aber erstens gerade erst zu Madrid gewechselt, zweitens Außenverteidiger und das ist nicht so die Position, auf der wir dringend einen Spieler brauchen. Und das ist Mbaye Niang. Beinahe mit seinem zweiten Treffer für uns. Das wäre doch mal ein Einstand gewesen, würde ich mal sagen. Ein Einstand nach Maß, wie man es ja so schön nennt. Balotelli, hör auf, ständig im Abseits rumzupimmeln. Ich sage dir. Ich sage dir im Guten. Ich sage dir im Guten. Oh, oh, oh. Das 1:1. Carvajal im Kopfball. Also das darf eigentlich nicht passieren. Übrigens, egal ob ihr Real Madrid-Fan seid oder Real Madrid-Hater wie ich, ich finde, dass die neuen Trikots von Real Madrid übelst hässlich, denn diese Beflockung, diese Schriftart ist einfach nur richtig Katjes. Also, wie Hardy sagen würde, die ist einfach nur scheiße. Also ich finde sie richtig hässlich. Keine Ahnung, ist ja Geschmackssache. Das war unsere erste Chance, die hätten wir machen müssen, definitiv. Das war ja sowas von schlecht. Und das war dann letztendlich das Tor. So, die weiteren Halbzeitstände seht ihr hier. Und wir werden mal direkt... Das finde ich übrigens auch richtig praktisch hier, aber ich glaube, das habe ich euch schon mal in einem anderen Zusammenhang gezeigt. Wir werden direkt mal einen Wechsel vornehmen. Irgendwelche jungen Spieler, die ich dringend einsetzen möchte. Und zwar Poli zum Beispiel. Rubinho, ne. Erstmal Poli. Poli kommt als erstes mal für Nocerino.
ist ja allgemein die Frage, ob ich lieber Poli oder Poli oder Leo mit Nocerino spiele. Noch ist Nocerino zwar besser, aber das wird sich ziemlich schnell ändern, sobald Poli halt ein bisschen Stamm gespielt hat. Denn der ist schon deutlich vielversprechender als Nocerino. Gleich mal hier mit seinem perfekten Einstand. Nein, nicht ganz, aber fast. So, das klappt nicht ganz so hier, das Doppelpass-Spiel. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Aber ich habe jetzt auch lange nicht mehr gegen den PC gespielt. Seit der Demo schon nicht mehr. Und die Demo ist für mich schon lange her. Komm, Balotelli, renn doch mal ein bisschen. Ist aber nicht schön, was der hier macht. Ah, da war immer so von knapp auf Montari. Da ging hier ein bisschen Glück gehabt. Nö. Abseits. Aber ich würde sagen, das ist Zeit für die nächsten Wechsel. Haben wir eigentlich nur drei Wechsel? Wir haben nur drei Wechsel, das verstehe ich nicht. Warum hat man im Freundschaftsspiel nur drei Wechsel? Das ist mir so, ehrlich gesagt, nicht bewusst. Emanuelsson, Constant. Wir werden mal Constant reinbringen. Für Abate und dann wird die Schigli auf seiner angestammten rechten Position spielen. So, Cristiano Ronaldo kommt jetzt. Okay. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass er nicht drauf ist. Cherisev kenne ich überhaupt nicht. Scheint irgendein neuer Youngster zu sein, die sie wahrscheinlich verpflichtet haben in-game. Also wahrscheinlich noch nicht vorher, weil ich ihn nicht kenne, vermute ich einfach mal. Sondern jetzt wahrscheinlich seit kurzem. Oh Gott, das 1:2. Angele Di Maria, wie ich den Gegner da einfach frei zum Schuss kommen lasse, ist ziemlich uncool. Und Abiati macht da auch gar keine gute Figur. Yes, yes, yes. Und zack, direkt mal der Ausgleich. Giampolo Pazzini. Eben gerade erst eingewechselt und schon der Ausgleich. Also da ist auf jeden Fall viel Platz für einen Doppelsturm zwischen Pazzini und Balotelli. Denn Pazzini ist auch ein richtig guter Spieler. Also dessen Stärke ist zwar eher Kopfball, aber trotzdem, der kann auch mal so einlochen. So, ein Mayen Yang. Oh Gott, der war schwach auf Pazzini, hätte ich früher flanken müssen. Oder direkt verwandeln müssen oder später passen müssen. Aber querlegen ist ja auch nicht so mein Stil. Oh nee, der Pass kam nicht an auf Yang. So, Kevin Constant. Pass kommt nicht durch. Sule Muntari. Poli. Oh Gott, El Sharawi steht im Weg. Oh, gar keine so schlechte Idee von mir. Ich lobe mich mal ganz gern selber zwischendurch. Aber hätte das geklappt, das wäre ein cooles Tor gewesen. Der Pass war vor allen Dingen schön. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir defensiv nach hinten nichts kassieren. Und wir kassieren aber erstmal einen Abseits. Und Modric kommt für Isco. Und mit einem 2-2 gegen Real Madrid wäre ich mal sowas von zufrieden. Der neue Modric gleich mal in Aktion. Aber Zapata kann das auf jeden Fall gegen Jesse Rodriguez klären. Oh, die setzen auch echt ihre Jungspieler ein. Das finde ich cool.
Gerade Jesse Rodriguez natürlich übelst abgeht. So, Montolivo, jetzt bitte nochmal mit der Chance hier. Auf El Sharawi, der ganz links sich freigelaufen hat. Oh, minimal abseits und der Kopfball wäre aber auch leider vorbeigegangen. Na, doch nicht minimal, war doch ziemlich eindeutig, aber ich habe eher auf den oberen Spieler geguckt. Und Karim Benzema kommt jetzt für Jesse Rodriguez. Also, die haben ohne Modric gespielt, ohne Cristiano Ronaldo und ohne Benzema von Beginn an. Und mein Bayern-Karrieremodus habe ich mir übrigens Lewandowski geholt. Und einen Tag später, zack, kommen diese krassen Gerüchte wieder auf, dass Lewandowski im Januar bekannt gibt, dass er im Sommer zu Bayern wechselt. Also was das Dortmund gebracht hätte, klar, noch eine Saison mehr mit ihrem Top-Stürmer, aber dafür keine Ablöse zu kassieren, so hätten sie über 30 Millionen bekommen oder irgend sowas in die Richtung. Also das, ja, weiß nicht. Fällt mir nur gerade ein. Eine Minute Nachspielzeit, das Spiel scheint gelaufen. Und wie gesagt, ich glaube, 2-2 gegen Real Madrid ist ein Ergebnis, was man auf jeden Fall so machen kann. Jupp. Vor heimischem Publikum eine gute Leistung. Oh Gott, wie konnte der den denn drüber semmeln? Ey, ich habe doch gar nicht so festgedrückt. Was machen die da gerade mit Abiati? Guckt da mal bitte im Hintergrund, was läuft da? Gott, was ist denn das hier? Oh, und der Ultimate Team Bestenliste hat er mich überholt. Das ist natürlich echt schlimm. So, Atlanta gegen Getafe 0 zu 2, Bologna gegen Fulham 1-0, Cagliari gegen Spurs 1-1. Joa, also beziehungsweise meine Liga-Kollegen, da nur mit mittelmäßigen Leistungen. Außer Bologna, die hat wahrscheinlich ganz gut gemacht haben. 1-0 gegen Fulham kann man natürlich so anbieten. Aber Atalanta 0-2 gegen Getafe, naja. Ich weiß nicht. Und das ist akzeptiert worden. 2,5 Millionen und Gabriel. Sehr geil. Somit hätten wir einen neuen Torhüter. Er will 25.000 pro Woche, aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Da werde ich jetzt mal auf 20.000 versuchen. Ohne Gegentorbonus von 5%. Oder sagen wir mal 10%. Da kriegt er eben 22.000. Länge 3 Jahre. Joa. Rolle im Kader. Wichtig ja schon. Keine Angabe. Ist besser so. Also, bevor man da zu hohe oder entweder was zu hohes macht, was sich dann nachher nicht erfüllen kann, oder eventuell was zu niedriges, was er sowieso von vornherein schon nicht annimmt. Also, das. Okay, Marco Arnautovic hätten wir auch verpflichtet. Arnautovic und Castells. Da bin ich erstmal zufrieden mit für den Anfang. Er will 70.000, er kriegt nur 50.000. Ich meine, er ist nur ein Ersatzspieler, ne? Ah, wir haben noch ein bisschen verbleibendes Gehaltsbudget, deswegen geht es durchaus in Ordnung. Torprämie von 10%, nee, von 5%. 3 Jahre, Rolle im Kader, auch wieder keine Angabe, da ja Niang erstmal wahrscheinlich über ihm steht. Die aktuellen Meldungen aus Portugal sind gar nicht mehr so aktuell, wie sie verheißen. Und mit diesen beiden guten Nachrichten werden wir die Folge beenden und uns in der nächsten Folge dann wiedersehen, vermutlich beim Spiel unter anderem gegen West Ham, was ich aber vielleicht auch simu ich denke, dass ich simulieren werde, und vielleicht weiteren Transferverhandlungen, weiteren Spielern, und ich freue mich darauf und wir sehen uns dann. Ciao.